Bei Autotest Schwaben haben wir den Renault Twingo der aktuellen Generation 3, wie er seit 2014 angeboten wird. Ja, es füllt sich langsam mit Gebrauchten. Beim Twingo, Besonderheit beim neuen Twingo, er ist auf Plattform des Smart aufgebaut, hat jetzt den Motor hinten sowie den Antrieb hinten, also ist ein richtiger Hecktriebler jetzt geworden. Heckantrieb, Heckmotor wie beim Käfer einst. Der Twingo in seinen vielen, vielen bunten Farben, wie es ihn seit 2014 gibt, in Pastellblau oder Schwarz oder Weiß oder in schönem Rot oder Gelb. Zu den Motoren, es gibt 0,9 Liter Dreizylinder mit 75 PS sowie 90 PS Motor gibt es auch. Es gibt einen Diesel beim Twingo, tja, er ist der Smart-Bruder zu den Stärken und Schwächen. Er hat beim 100.000 Kilometer Test derzeit in Autobild ein recht gutes Ergebnis abgeliefert. Bis jetzt nur ein abstürzendes Navi. Zu den Stärken gehört sein gutes Platzangebot. Es gibt ihn ausschließlich fünftürig, spritzige Motoren. Zu den Schwächen indirekte Lenkung, früh verschleißende Stoßdämpfer. Es gibt auch schon Federungsfahrwerksbrüche, Ölverlust am Antrieb. Dann die Bremsen sind nicht besonders haltbar, wie wir schon festgestellt haben. Von uns bekommt der Renault Twingo ab 2014 immerhin 3 von 5 Sternen und ein noch empfehlenswert.